Yo Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Bridge Builders. Wir haben vor einem Jahr mit dem ersten Video auf meinem Kanal eine Runde Bridge Builders gespielt. Und das ist jetzt, ja, es ist ein bisschen mehr als ein Jahr schon her. Ich habe den Termin verpasst, aber ich wollte das trotzdem nochmal nachholen, dass wir so ein kleines ein Jahresspezial haben. Und da wollte ich einfach noch mal eine Runde Bridge Builders zocken, um so mal ein bisschen erklären, was so dieses Jahr so passiert ist. Denn es ist ziemlich viel passiert. Und ich will mich dann auch noch entschuldigen, dass die letzte Zeit keine Videos kamen. Das wird auch wieder besser. Es werden wieder welche kommen. Und ja, da wollte ich jetzt einfach noch mal so ein kleines Video machen, dass ich hier aus der Sommerpause wieder da bin und dass ich jetzt noch mal nach einem Jahr noch mal eine Runde Bridge Builders spiele. Hätte ich nicht gedacht, dass ich nach einem Jahr immer noch Lust habe auf YouTube. Und jetzt gerade habe ich wieder mega Bock zu spielen und habe auch schon wieder ein Spiel rausgesucht, was wir spielen können, was ich schon seit, ich will, ja, seit einem, mehr als einem Jahr in der Steam-Bibliothek habe, ich es aber nicht so gespielt habe. Haben die schon was geschrieben? Nein. Und zwar Ark würde ich gerne mit euch spielen. Ich fange dann einfach mal an mit dem, was geplant ist, und dann kommen wir im Verlauf des Let's Plays zurück auf die Vergangenheit meines Kanals. Ja, was will ich spielen? Ich will LS weiterspielen. Ich glaube, da kann ich das Geheimnis auch lüften, was ich vorhabe. Und zwar habe ich in LS eine eigene Karte gebaut. Die wirft gerade noch ein paar Fehler und crasht ab und zu. Da muss ich mir nochmal den Log durchlesen. Da hatte ich aber die letzte Zeit auch wenig Zeit dazu. Aber wenn das fertig ist, dann mache ich das gerne weiter. Ja, danke. Keine Caps Lock an hier. So. Ja, dann will ich Landwirtschaftssimulator weiterspielen. Und dann will ich Scrap Mechanic. Den installiere ich jetzt gleich nach der Aufnahme und installiere es neu, weil es irgendwie nicht mehr startet. Damit wir da wieder anfangen können, lustige Sachen zu bauen. Und was ich auch machen will, ist, ich will Ark spielen. Das neue Spiel, was ich schon über seit einem Jahr, wie ich schon eben gesagt, in der Bibliothek liegen habe und es auch gespielt habe. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Deswegen habe ich auch wieder Lust, das zu machen. Und da wieder anzufangen, weil ich glaube, da kamen viele Neuerungen dazu. Da hat sich viel verändert. Und ansonsten, was bleibt mir noch zu sagen? Minecraft-Projekte fürchte ich werden weniger kommen. Wenn, kommt da was ganz Neues, was ihr noch nicht gesehen habt. Aber die alten Projekte werde ich nicht weiterführen, Minecraft und so. Jetzt werden wir hier mal gucken. Dass die was machen. Die alten Minecraft-Projekte werde ich nicht weiterführen. Hat so seine Gründe. Da fehlt mir wieder ein bisschen die Lust. Assetto Corsa werde ich weiterspielen. Das sage ich auch schon hier. Das wird aber weniger kommen. Ich habe Bock auf Assetto Corsa. Dann, was wird noch kommen? Was wird noch kommen? Ansonsten, ich will mir schon wieder nicht zu viel vornehmen. Ich muss erst mal gucken, wie ich das mit dem Upload hinkriege. Die Mikrofonqualität sollte jetzt auch besser sein. Ich sollte erstens mal nicht mehr diesen komischen Stereo-Sound aus nur noch einer Ecke haben. Zweitens sollte das Rauschen weg sein. Und drittens muss ich jetzt nochmal gucken, was wir aus der Mine brauchen. Wir brauchen Eisenblöcke, wir brauchen Eisengitter, wir brauchen Smaragdblöcke, wir brauchen Goldblöcke, wir brauchen Smaragd- und Goldblöcke und Eisen. Das lässt sich beschaffen. Smaragd haben wir schon einen. Ja, dann
waren das so meine Ideen für die Zukunft. Nicht so viele Projekte erstmal jetzt hier anzukurbeln. Nicht, dass ich mich da wieder übernehme, wie das letzte Mal. War dann irgendwann einfach zu viel. Selbst Zugato, also das Varo-Projekt, wo ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen komme, fand ich von der Idee her fand ich das richtig geil. Aber vom Upload her geht das mit der Wasserleitung halt einfach gar nicht. Ich könnte mich nicht alle hier killen, so. Von der Umsetzung vom Upload her geht das nicht, klar. Warte mal, fackeln, ey, echt. Oh, komm, hör auf. Ich muss jetzt fackeln. Die Umsetzung mit dem Upload war nicht. Wir hatten da schon zwar so und so Tricks, haben dann immer danach die PCs laufen lassen. Kann man so machen? Andererseits könnte man auch das anders machen, tagsüber, aber andere Probleme. So, das will ich aber jetzt gar nicht da rumheulen groß. Das war alles möglich und wir haben das ja auch gut durchgezogen. Ich glaube, 11 Folgen waren es am Endeffekt, die wir da gespielt haben. Und ich war mit dem Ergebnis eigentlich zufrieden. Lass mich nur hin. Ich war mit dem Ergebnis eigentlich zufrieden und hoffe, dass da nochmal was kommt in Sachen PvP. Vielleicht auch ein Arc, ich weiß es noch nicht. Vielleicht gibt es da nochmal einen kleinen Kurs von Spielern, die mit mir Arc-PvP-Projekt spielen. Hätte ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Aber wir spielen jetzt erstmal Arc im Singleplayer demnächst. Kommt auf jeden Fall. Nein, dieses Jahr will ich nicht sagen. Vielleicht kommt es erst nach dem ganzen Weihnachtszeug. Aber es kommt auf jeden Fall. Und wie oft es kommt, kann ich auch noch nicht sagen. Einen Uploadplan wird es nicht geben. Ich bei denen aber dieses, was ich jetzt in der Beschreibung stehen habe, werde ich nochmal ändern. Ich will nicht nur samstags hochladen. Nein, ich will samstags und Mittwoch. Ich habe Mittwoch, glaube ich, wünschen und Samstag. Überraschungstag. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich will das ändern. Ich will mehr uploaden. Ich will das vielfältiger uploaden. Ich will vielleicht auch mal einen Best-of hochladen. Was will ich noch? Ich habe so viele Ideen und die will ich jetzt endlich wieder umsetzen. Und ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, ich habe mir da nicht schon wieder zu viel vorgenommen. So. Ich habe jetzt ein bisschen dumm Zeug hier gelabert. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich, was ich vorhab. Und jetzt kommen wir auf die Vergangenheit zurück. Wir haben letztes Jahr, wie ich eben schon mal kurz angesprochen hatte, angefangen, den Kanal zu eröffnen mit einem Bridge Builders Video. Fand ich damals für angemessen, fand ich heute auch noch nicht schlecht. Wenn ich mir angucke, 200 Klicks sind es jetzt, die da drauf sind, hat anscheinend doch ein paar Leute interessiert. Dann kommt jetzt nochmal ein zweites jetzt. Und ich hoffe, das kommt auch nochmal gut an. Und ja, wir haben angefangen mit Bridge Builders, dann ging es weiter, dann habe ich direkt LS gestartet, dann habe ich direkt Dinecraft gestartet und mit der Zeit dann auch irgendwann Scrap Mechanic gespielt. Und dann gingen diese Let's Plays so los. Dinecraft hatte ich ja vorher schon ein bisschen gespielt, da bin ich so mittendrin eingestiegen, haben wir das Haus gebaut. Oder beziehungsweise hatten schon gebaut, haben es umgebaut. Dann haben wir LS gespielt. LS haben wir richtig viel gespielt am Anfang. Da kamen, glaube ich, 2 Folgen die Woche. Da haben wir unseren kleinen Bauernhof aufgebaut, haben da ein bisschen haben ein bisschen Ballen gepresst, wir haben viel gemacht in LS. Wir haben alle eigentlich so ein bisschen, habe ich euch gezeigt, wie dieses Spiel so funktioniert. Das sind jetzt auch, glaube ich, 26 Folgen bis jetzt entstanden, wo ich eigentlich auch ganz stolz drauf bin, dass das so weit gekommen ist. Und das war ein geiles Let's Play und das ist ein geiles Let's Play und das wird ein geiles Let's Play und das wird auch weitergeführt. Und das kann ich euch jetzt schon versprechen, dass wir auf jeden Fall wieder LS spielen. Ich weiß, es interessiert viele von euch nicht.
Spiel mal Rainbow, spiel mal LS nicht, sondern irgendwas anderes. Rainbow, apropos Rainbow. Rainbow können wir auch spielen. Das müsst ihr aber schreiben, ob wir Rainbow Six spielen sollen. Ansonsten, was ging dann noch so ab? Dann gab es zu Weihnachten so ein paar Specials. Da haben wir einmal Hackschnitzel in LS gemacht. Dann gab es eine XXL Bed Wars Runde an Weihnachten. Wie viel Eisen habe ich? 24. Brauchen wir noch ein bisschen. Dann gab es eine riesen Bed Wars Runde zu Weihnachten. Und dann gab's, was gab's noch? Dann gab's, aber was ich auf jeden Fall noch weiß, war der Mega-Konvoi zu Silvester. Das war fett. Da waren wir mit 800 Leuten, haben wir ETS gespielt und sind von den Niederlanden aus, ich glaube, wir sind nach Amsterdam losgefahren, bis nach Budapest gefahren. Ey, das war ein Höllentrip durch Russland und so. Das war total lustig. Es waren total viele Leute dabei. Wie gesagt, der Server war komplett überbelastet. Der war komplett am Limit. Und ich hoffe, der kommt jetzt nicht runter. Der Ping-Miner. Ah, der hat den schon gut im Griff. Sehr schön. Dann, ja, jetzt hat er ihn. So. Jetzt habe ich mich schon wieder vergessen, wo wir waren. Genau, beim Megakonvoi war ich stehen geblieben. Megakonvoi war super lustig. Megakonvoi war super fett, der Server war super überbelastet. Dann ging es weiter in den Let's Plays bei mir auf dem Kanal. Ich glaube, Scrap Mechanic haben wir den Mercedes G gebaut. Wo ich hoffe, dass wenn ich jetzt Scrap Mechanic nachher neu installiere oder das irgendwie retten kann, dass der dann noch da ist. Das war auf jeden Fall ein geiles Stückchen, was wir da gebaut haben. Was gab's noch? Muss ich schon überlegen. In LS haben wir dann irgendwann die Ballenpresse gekauft, glaube ich, war das so. Oder. Aber wir haben irgendwas gemacht. Genau, ich glaube, wir haben die Ballenpresse gekauft. Jedenfalls hat das auch. Ist immer noch ein Let's Play. Wie gesagt, will ich weitermachen, werde ich auch weitermachen. Das werde ich jetzt nicht mehr sagen, weil das war ich wahrscheinlich schon nervt. So. Dann ging es weiter mit Sugato Anfang diesen Jahres. Was ich auch als ein sehr, sehr geiles Projekt empfunden habe. Polierter Diorit. Das hier ist doch Diorit. Ja, der ist sogar schon poliert. Was ich ein sehr, sehr geiles Projekt empfunden habe. Das Sugato-Projekt. Auch wenn es nicht so gut organisiert war, es war doch lustig und die 11 Folgen. Oder bei Heiko, glaube ich, auf dem Kanal 14 oder 15, wo er noch weitergekämpft hat ohne mich. Die waren gut. Mein Tod war dumm, gebe ich zu. Der war nicht geil. Das hätte anders und besser laufen können. Quarzstufe. Ich sag mal so, wir werden das trainieren. Und wenn ihr unbedingt Minecraft wollt, dann werden wir uns nochmal so ein Projekt suchen. Und dann suchen wir uns ein anderes Projekt oder irgendwas, dass wir ein bisschen PvP in Minecraft spielen können. Aber ich würde mich gerne auf andere Sachen fokussieren. Allerdings, wenn das gewünscht wird von euch, bin ich auch bei Minecraft gerne dabei. Ich spiele das Spiel nicht, ich sag nicht, ist nicht mein Lieblingsspiel, sag ich so. Aber so mal ein bisschen hier sitzen und dann einfach die Atmosphäre dann mit Heiko da zu sitzen, ist schon ganz lustig. Wir zwei haben schon immer unseren Spaß, wenn wir eine Scheiße zusammen spielen. Sei es Assetto Corsa, was wir auch privat miteinander zusammen spielen. Oder Minecraft oder sonstige Spiele. Eisenblock. Ist schon echt immer lustig. Und da zählt Minecraft auf jeden Fall dazu als lustiges Spiel. So, das soll aber gar nicht weiter Thema werden. Dann ging es auf jeden Fall weiter nach Sugato. Mit einer kleinen Pause. Scrap Mechanic lief, glaube ich, nicht mehr weiter, weil es dann irgendwann abgestürzt ist und sich nicht mehr hat starten lassen. Jetzt brauchen wir hier nochmal ein bisschen Kohle.
hat sich nicht mehr starten lassen, habe ich Scrap Mechanic pausiert. Dann habe ich irgendwann im Mai oder so aufgehört mit LS. Dann habe ich irgendwann aufgehört mit Assetto Corsa, was mir echt leid tut. Der kam, glaube ich, im Juli irgendwann noch ein Video. Letzte Assetto Corsa Video, oh Mann. Und ja, Assetto Corsa, die Karriere ist noch lange nicht zu Ende. Ich sag mal, in der Assetto Corsa Karriere kann man locker 40, 50 Stunden spielen, wenn man das nicht alles direkt mit Anhieb gewinnt. Aber dazu auch mehr wann anders. Jedenfalls habe ich dann irgendwann meine kleine Pause eingetreten. Hatte Gründe, die ich jetzt nicht erwähnen will. Aber es wird weitergehen in Zukunft und ich werde mir das besser durchplanen mit dem Upload, mit dem Vornehmen Sachen, die ich erreichen kann, die ich nicht erreichen kann. Da ist schon wieder ein Gegner. Mit Sachen, die ich erreichen kann, die ich nicht erreichen kann. Eisengitter brauchen wir noch. Da brauchen wir noch Eisenblöcke. Eisenblock, noch einen Eisenblock brauchen wir. Oh Gott, das wird doch schon wieder nichts hier. Das Eisen passt auf den Block. Gut, wir brauchen türkisen Ton, genau. Ich werde weitermachen nach der Sommerpause jetzt und hoffe, es gefällt euch, dass wir Ark spielen, dass wir vielleicht auch mal Rainbow spielen, ja. Und dass wir vielleicht auch mal PUBG spielen, wenn ich es mir demnächst irgendwann mal kaufe. Und ich setze darauf, dass demnächst viele gute Spiele rauskommen. Da bin ich schon sehr gespannt, was uns 2018 bringt. Ich hoffe, das wird ein tolles Jahr für die Computerspielewelt, weil ich glaube, da ist noch viel drin. Grafikkartentechnisch sind wir jetzt, bin ich ganz gut ausgestattet und geht der Markt auch noch ganz gut voran, aber trotzdem hoffe ich, dass da noch ganz viel kommt und auch, dass wir 2018 mit anderen Projekten noch ganz viel Spaß haben werden. Ich will jetzt gar nicht so viel über 2018 reden, weil es ja noch Zukunft ist. Ja, was kann man noch sagen? Ich will auf jeden Fall die Regelmäßigkeit der Videos wieder in Gang bringen. Wir brauchen jetzt noch ein bisschen. Gott, wo ist denn das? Birkenholz! Birkenholz. Die Regelmäßigkeit der Videos soll wieder in Gang gebracht werden. Und ich muss an der Stelle mal, dafür, dass ich nur eine Mitspieler, Mitspielerin hier habe, ey, dickes, fettes Lob an die oder den. Die spielt echt gut mit. Hier, mit der eine steht hier die ganze Zeit nur rum, ne? Er da. Aber die andere spielt echt richtig gut mit. Also, falls du irgendwann in ein paar Jahren das Video mal siehst, ey, danke, dass du mitspielst, gell? Großes Dankeschön an Frau Reh. Frau Unterstrich Reh. Die spielt hier echt richtig, richtig gut. Die hat auch, glaube ich, schon insgesamt 200 Spiele gespielt. Die ist auf jeden Fall keine Anfängerin mehr. Ich habe genug von diesen Blöcken. Steinziegel wollen wir noch. Polierten Diorit. Ich hole noch einen Eigen. Hier ist schon wieder so ein Mongo irgendwo. Ich gebe dem nochmal. Ah, ich hatte sogar polierten Diorit dabei. Mein Gott. Ah, nee. Die heißen einfach nur fast gleich. Wir haben einen Desigil bei uns im Team und einer ist ein Teamleader, falls ihr das da seht. Okay. Das ist so ein Doppelnamen, Typen sind das. Ja, komm. Oh, fuck. Oh, fuck. Jetzt muss der sterben, der junge Mann hier.
Ja, danke. So. Eisen brauchen wir, genau. Ich finde es immer gut, wenn man gute Mitspieler hat, weil das ist echt bei den meisten Online-Games so, wenn die Mitspieler schlecht sind, dann macht es einfach keinen Spaß. Ist hier gerade schon wieder einer reingekommen, oder was? Der Ping-Miner hier schon wieder. Ein Herz hat er, ein Herz hat er. Den hole ich mir, den hole ich mir, das glaubst du aber. Komm, renn nicht weg, du Mongo. Ja, komm, man geht doch. Vier Eisenerz, wir brauchen noch zwei Stück für die Gitter. Jetzt fangen die hier an rüberzukommen, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Ich nehme lieber das wichtige Zeug mit. Golderz. Das ist immer gut, dass man gute Mitspieler hat. Aber ich finde Bridge Builder, das ist sehr schwer zu let's playen, wenn man keine Sache hat, worüber man reden kann. Wenn ich jetzt nicht dieses Thema hätte, dass ich mit euch irgendwie ein bisschen quatschen will. Oh, jetzt braucht. Oh, Eisenblock, nein. Muss ich jetzt noch mehr Eisen holen? Goldblock auch noch. Oh Gott, wir haben das verloren, schon so gut wie. Na, da muss ich jetzt noch mal ein bisschen Dingens hier Gold holen. Ich hoffe, wir verlieren jetzt nicht so hoch. So 75% wären schon noch mal angebracht. Noch mal 10 Gold brauche ich. Ja, das ist wirklich schwer hierzu zu was zu sagen, weil es ist echt auch das anzuschauen, glaube ich, ist im Endeffekt nicht so gut. Aber ich finde, es hat Tradition. Wir spielen jetzt jedes Jahr, ist mir egal, was kommt. Wenn solange diese Videos auf dem Kanal nachkommen, spielen wir jedes Jahr eine Runde Bridge Builders. Das gehört einfach dazu. Und wenn es den Modus nicht mehr gibt irgendwann, dann suchen wir uns was anderes und da hat das andere Team gewonnen. Und damit sage ich jetzt einfach mal. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen unterhalten und nicht so allzu sehr genervt mit dieser Runde Minecraft Bridge Builders. Und ja, jetzt kommen wieder Videos. Ihr dürft gespannt sein auf das, was kommt. Haut rein, macht's gut. Ciao.